den Gürtel. Durst habe ich. Hunger. Warte, die müssen wir schnell was holen. Ne? Ja, ich war heute mit Jacket. So. Hallo, frech werden. Das können wir wohl auch. Erstmal alle Team-Einzelheiten von der letzten Nacht. Nee. Yes. Da verpasst man einmal die Tore. Ne? Aber habe ich drauf. 9. Spielminute, das war das 1:0 für Werder Bremen. 17 Torschütze, die Nummer 21, Patrick Lüthius. Genau. Go, los! Au! Kelle! Jawohl! Au! Ja! Und? Oh! Oh! Mist! Oh Mann! Da war mehr drin. Da war eben mehr drin, ne? Irgendwie. Schade. Da hatte der noch eine Füße. Zwei Mann, Ali! Ohne bewegen! Pass auf, Olli von der Hinde! Jetzt! Ja. Ja. Los. Jetzt Gas. Jawohl! Oh, ja, dumm. Oh. Super, aber schön. Ja. Kann ich wieder hängen. Ja, oh, alter Falter. So wollten wir es nicht haben. Das war der Ausgleich zum 1:1 für Carl Zeiss Jena und das Ganze in der 28. Minute. Torschütze, die Nummer 7, Daniel Kornnagel. Jawohl. Jetzt muss es doch klappen jetzt, oder? Ja! Ötzi hat zugeschlagen. Hauptsache 29. Spielminute. Werder Bremen geht wieder vor mit 2:1 Torschütze, die Nummer 10, Özkan Yildirim.
Sehr schönes Tor. Angebote durch Linie, komm! Helft ihm, helft ihm! Na Gott sei Dank, gleich das war uns. Jetzt werden sie noch nervös. Nochmal eine Bitte an unsere Zuschauer. Bleiben Sie bitte hinter der Absperrung, weil hier vorne vor der Sprecherkabine ist neu gesät worden. Ich danke für Ihr Verständnis. Ja! Super Tor. Aber das war genau richtig. Direkt. Entweder er trifft ihn voll oder. Das war's. Das 3:1 für Werder Bremen U17. Torschütze, die Nummer 4, Alexander Hahn. So eine Tore nehme ich gerne auch. Wie ein Strich, ey. Also schon gelohnt, 4 Tore. Junioren-Bundesliga zwischen Werder Bremen U17 und Carl Zeiss Jena. Halbzeitstand 3:1 für unsere U17. Und 60. Spielminute, Kaltzeit, Jena verführt auf 3:2. Torschütze die Nummer 10, Sebastian Fries. Minute. Werder Bremen erhöht auf 4:2. Torschütze, die Nummer 10, Özkan Hüldirim. Meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, das war der Schluss des Spiels Werder Bremen 17 gegen Carl Zeiss Jena. Endstand 4:2 für Werder Bremen U17. Meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, wir bedanken uns für Ihren Besuch. Unseren Gästen aus Kreis Jena wünschen wir eine angenehme Heimfahrt und allen noch einen schönen Sonntag. Ihr Verein Werder Bremen. Danke.